Hey zusammen. Kawasaki führt die erfolgreiche Geschichte der ER6 mit der Z650 fort und hat meiner Meinung nach ein echt schickes Mofa auf die Straße gestellt. Um weltweit vorschriftsmäßig und regelkonform unterwegs zu sein und die Maschinen halt auch auf die Straße bringen zu können, hat Kawasaki sich wieder zu so einem riesigen Leitwerk oder Gepäckträger hinreißen lassen. Von dem wollen wir uns heute trennen. Dazu haben wir uns organisiert, diesen ProTech Edition Kennzeichenhalter, schicke LED Highsider Blinker und ein lastunabhängiges Blinkerrelais. Ab geht das! Die Befestigungsschrauben für den Kennzeichenträger befinden sich unter dem Sozius-Sitz. Als nächstes lösen wir diese Achterschrauben, zwei links, zwei rechts und hier vorne diese Imbusschrauben, damit wir die Seitenteile runterkriegen. Hier drunter sind die Stecker für Rücklicht und Blinker und zusätzlich kommt dann noch eine Schraube zum Vorschein, die wir lösen müssen, um das Heckteil runterzukriegen. Nach dem Entfernen der Schrauben kannst du die Seitenteile nach hinten einfach wegziehen. Dabei bitte vorsichtig sein, damit die Nasen hier nicht abgebrochen werden. Die letzte Schraube, die das ganze Ding jetzt hier noch zusammenhält, ist hier vorne diese kleine. Lösen, dabei vorsichtig sein, weil das Kunststoff alles ziemlich weich ist und wenn sie bricht, wird es schnell teuer. Bei den drei Kabeln, die hier aus dem Heck kommen, löse ich sie erst aus dem Clip und dann trenne ich die Stecker. Von dem dicken Kollegen hier werden wir nur noch die Kabel mit Stecker benutzen. Der Rest ist dann für die Tonne oder das Museum. Im nächsten Schritt befassen wir uns mit dem Kennzeichenhalter. Ich habe das Ding hier mal ausgepackt. Wir haben hier den Träger an sich mit Schraubenunterlegscheiben und selbstsichernden Muttern. Den Träger für das riesige Katzenauge, den Reflektor. Das sind die Träger für die Seitenblinker. Und das ist die Kennzeichenbeleuchtung. Das Ding zusammen zu frickeln ist ein bisschen fummelig. Da geht so das ein oder andere Schimpfwort dann ins Land. Ich habe das schon mal vorbereitet, weil das echt nicht anzuhören ist. Auf dem Träger wird jetzt als erstes die Kennzeichenbeleuchtung verschraubt. Das auf gar keinen Fall überspringen, weil hinterher sitzt hier das Kennzeichen drauf und du kommst da nicht mehr vernünftig ran.
Okay, so sieht das ganze Ding dann zusammengeschraubt aus, die Position der Blinkerhalter, werden wir uns dann hinterher nehmen, wenn das Kennzeichen angesetzt ist, damit das auch vernünftig passt. Die Kabel sind durchgeführt und die Enden abisoliert. Die Stecker mit den anderen Kabeln, die verbaut waren, habe ich entsprechend auf Länge gekürzt. Von der Maschine kommt Grün Plus, Schwarz ist Masse und hier an den neuen Blinkern ist Schwarz Masse und Gelb Plus. Die Stecker sind wieder miteinander verbunden, die Kabel haben wir verlegt und das Rücklicht ist auch wieder fest. Jetzt können wir die Seitenverkleidungsteile des Hecks wieder ansetzen. Dazu werden wir hier die Nasen, so wie sie vorgegeben sind, in der Karosse verhaken. Die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert und die Blinker sind auch aktiv. Allerdings passt die Frequenz nicht. Deswegen haben wir das unabhängige Blinkerrelais. Das Relais werden wir jetzt tauschen. Dazu machen wir hier vorne die Verkleidung auf. Auf der rechten Seite liegt unsichtbar das Relais. Die Verkleidung hier vorne wird von 4 Schrauben gehalten. Wir haben 2 auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist das genauso aufgebaut. Das Blinkerrelais ist dieser kleine Kumpel, wir werden ihn jetzt nach oben hin rausziehen, um ihn aus seiner Verankerung zu ziehen. Da das neue Blinkerrelais nur so ein Loch hat und nicht so einen Haken, werde ich ihn mittels eines Kabelbinders hier vorne an dem Originalbefestigungspunkt anzurren. Okay, das war's. Damit sind wir fertig.
Wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, würde mich freuen. Drückt den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um über zukünftige Uploads informiert zu werden. Und damit dann, weg raus.